Spitzenspieltag in der Regionalliga Südwest. Der SV Waldhof Mannheim trifft vor über 11.000 Zuschauern auf Kickers Offenbach. Der UFC tritt heute in einem 4-2-3-1-System an und könnte durch einen Sieg mit den Hausherren in der Tabelle gleichziehen. Und die Schmidt-Elf hat auch gleich eine Riesenchance. Freistoß in den 16er, Gebers kommt frei zum Kopfball. Schlussmann Scholz kann den Ball vor der Mannheimer Fankurve aber gerade noch so über das Tor lenken. Etwas mehr als einer halben Stunde tauchen die Gastgeber vor dem UFC-Gehäuse auf. Çelik steht hier völlig frei, Endres ist zur Stelle. Und auch den zweiten Versuch von Sommer fischt Daniel Endres mit einem Hechtsprung heraus. Waldhof danach mit Oberwasser. Yannick Haag bekommt im Strafraum den Ball zugespielt, trifft aber aus kurzer Distanz nicht das Tor. Aber Schiri Robert Kempte hat sowieso auf Abseits entschieden. Nach seiner Fehlentscheidung beim Spiel Bayern gegen Augsburg wird der Unparteiische vorerst nicht mehr in der Bundesliga eingesetzt. Dann war auch schon Pause im Mannheimer Karl-Benz-Stadion. Zur Halbzeit steht es in der unterhaltsamen Partie noch 0:0. Nicht einmal 5 Minuten sind im zweiten Durchgang gespielt. Da wird Martin Röser unsanft von den Beinen geholt. Und Schiri Robert Kempte entscheidet zur Freude der UFC-Fans auf Strafstoß. Zum Elfmeter tritt Alexandros Theodosiadis an und Theo versenkt den Ball im Netz. 1:0 für die Kickers. Keeper Scholz springt zwar in die richtige Ecke, kommt aber an den platzierten Schuss von Theodosiadis nicht heran. Die Offenbacher Fans sind zahlreich mit nach Mannheim gereist und haben nun auch einen Grund zum Feiern. Die Baden haben aber noch Zeit, um zurückzuschlagen. Förster fasst sich ein Herz drüber. Jetzt wieder der UFC. Dobros schnappt sich den zweiten Ball, hält drauf, Tor! Tor! Für Kickers Offenbach, was ist denn hier los? Nico Dobros schlänzt das Leder zum 0:2 in den Waldhofkasten. Bislang hatten die Hausherren mehr von der Partie, der UFC nutzt aber seine Chancen eiskalt und steht kurz davor, den Mannheimern die erste Niederlage in dieser Saison zuzufügen. Die Waldhofbuben jetzt mit wütenden Angriffen. Straub spielt in die Mitte, Söckler kommt jedoch nicht heran. Die letzten 10 Spielminuten sind angebrochen. Freistoß für den UFC, Röser führt aus und der Ball klatscht an den Pfosten. Pech für die Offenbacher. Weiter 2:0 für die Schmidt-Elf aber. Und das muss es doch jetzt sein. Dobros legt ab für Maslanka, aber der verzieht. Sei es drum, es bleibt beim 2:0 Auswärtssieg für den UFC. Die Kickers springen auf Tabellenplatz 2 bei 3 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Elversberg. Jetzt noch die Stimmen zum Spiel. Ja, ich glaube, dass im Endeffekt eine unglückliche Niederlage für uns ist. Wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, müssen in der ersten Halbzeit zwingend in Führung gehen. Wir lassen da einige Chancen liegen. Und in einer Kontersituation kommt es da zum Elfmeter und Hoffmach geht hier in Führung. Wir haben letzten Endes auf sporadische Konter- und Standardsituationen gesetzt. Hat ein bisschen der Schiedsrichter sein Zutun da mitgehabt. Elfmeter, glaube ich, kann man geben. Er hat Hoffmach in die Karten gespielt und letzten Endes dann, ja, Glückwunsch zum Sieg. Auf 10. Sehen Sie auch so, dass die Tore zu sehr günstigen Zeitpunkten gefallen sind, direkt nach der Pause und dann, als Mannheim gerade versucht hat, wieder Druck zu machen, das 2:0? Naja, das gibt den richtigen oder den falschen Moment. Wenn Waldhof Mannheim ein Tor schießt zum 2:1, wird das wieder kribbelig. Aber wie wir es dann auch gespielt haben, stabil. Daniel Endres ein, zweimal richtig noch stark pariert. Das gehört aber auch dazu. Kann sich alles verteidigen. Mannheim Druck gemacht, wir stabil gestanden und die Situation auch für uns besser ausgespielt in der zweiten Halbzeit. Das war mir wichtig. Geht das in Ordnung? Bist du Mannheim eingenommen? Wie froh sind Sie über den Sieg und wie verdient es aus Ihrer Sicht? Ja, erstmal sehr froh. Es sind 3 Punkte für die Meisterschaft. Und ja, ich denke, am Ende ist es verdient. Wir haben alles reingeworfen und haben, denke ich, ein gutes Spiel hier auswärts gemacht.